Willkommen zurück zu Kase. Wir haben hier das letzte Mal so ein bisschen den Dschungel durchkämpft. Und dieses Mal wollen wir Licht an Licht ausspielen. Stürzen wir mal gleich rein. Also ich muss schon sagen, die Atmosphären in den einzelnen Leveln sind schon interessant. Man hat so ein bisschen das Gefühl, als würde sich da irgendwas aufbauen, aber so eine gerade Linie kann ich noch nicht erkennen. Okay, gut. Mal kurz hier gegen rennen. Nee, das hat nichts gebracht. So, was ist das da? Okay. Oh. Ah, Mist. Also ich kann den nicht töten, ich kann den nur quasi paralysieren. Dann wollen wir das mal machen. So. Und jetzt haben wir auch wieder ein Leben mehr. Okay. Super. Da haben wir es auch gleich wieder verloren. Das ist auf jeden Fall von der Schwierigkeit her was ganz anderes. Zu den Leveln davor. Wow. Das war knapp. Ich glaube, wir können die auch nicht töten. So, kann man hier irgendwie noch Münzen sammeln? Nee, kann man nicht. So. Kann man den töten? Ja, kann man. Muss man ja irgendwie herausfinden. Kann man den? Nee, kann man nicht töten. Den auch so nicht. Okay. Ich habe das jetzt mal ausprobiert, weil wir ja eh beim Checkpoint waren. Ah, okay. Wir können von hinten nicht töten, aber dafür von vorne. Da können wir drauf springen. Okay. So, die da gehen nur auszuschalten. Okay. Man merkt schon, dass ich so ein bisschen gerade raus bin. Ah, nicht raus. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber es ist schon komplexer auf jeden Fall als die anderen Level davor. Weil die Gegner halt auch sehr viel komplexer werden und man so ein bisschen ausprobieren muss. Oh Mist. So, da können wir aber drauf springen. So. Die können wir alle ausschalten. So. Ah. Mist. Da bin ich leider ein bisschen zu schnell gewesen. Na, komm schon. Und diesmal aktivieren wir das wieder. Dann haben wir hier besseres Spiel. So. Ich weiß nicht, wie man den besiegen kann. Ah, Mist. Was ich jetzt nochmal ausprobieren möchte, ob wir quasi über diese Schlucht dashen können. Also mit diesem Angriff. Damit wir den einen da ausschalten können. Der uns so massive Probleme macht hier. Da, den noch. Okay. Gut. Das ist natürlich einfach gewesen. Wenn man weiß, wie es gemacht wird. Oh Gott, jetzt hatte ich gerade Angst, da reinzuspringen. So. Und dann ganz nach oben. Und rüberfliegen. Huch, da habe ich die Pflanze, glaube ich, nicht erwischt. Kann man hier rein? Nee. So. Ah, Mist. Oh, das nervt mich jetzt, dass ich da zu weit geflogen bin. Hä? Was zum Teufel? Hä?
Warum ist denn da das, das Licht so schnell ausgegangen? Geht das nur so kurz? Nee, das geht doch voll lang. Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Man muss ja nicht alles verstehen, ne? Ah, Mist. Scheiße. So. Ich drehe mich gerade mal ein bisschen. Ah, Mist. Na gut. Also wir schaffen das Level heute noch. Da bin ich auf jeden Fall sicher. Na komm schon. Typ, ey. So, wir machen jetzt mal hier Schwierigkeitsmodus. Mal ein bisschen Speedrun. Ha. Siehste? Und dann weiter geht's. Ist ein bisschen ungewohnt, immer halt diese Wirbelattacke zu drücken, damit man gleitet. Man macht das leider nicht irgendwie mit A, wenn man A drückt oder so, sondern man braucht da eine extra Taste für. Ist ein bisschen schade. Ah, den habe ich gar nicht realisiert, den Typen. Komm schon. So. Ah, da unten ist so ein Teil. Ah, da hätten wir doch vorhin hinfallen können. Mist. Sammle alle Kristalle, okay. Wo sind wir? Da. Da wollte ich zu viel. Nochmal. Ah. Und erledigt. Sehr gut. Okay, der hält wirklich nur so kurz. Oh. Ich bin so ein Idiot. Ich habe den Knopf nicht gedrückt gehalten, um zu gleiten. Oh Mann, ey. So, jetzt einfach hier durchrennen. Irgendwann kriegt man ja so ein... Ach, Mist. Irgendwann kriegt man ja so ein Gefühl dafür, wie weit die Gegner kommen und wie weit man selber springen kann. Und dann kann man auch sowas machen. So. Einmal auf Nummer sicher gehen. Ah, wird immer schneller. Ah, ich bin so genervt. So. Genau, unten haben wir ja jetzt geschafft. Also war es nicht umsonst. So. Ups. Ah, nein. Oh Gott. Das war knapp. Ich glaube, wir haben nicht alle Buchstaben, oder? Also es fühlte sich nicht so an, als hätten wir alle Buchstaben gekriegt. Doch, wir haben alle. Okay. Ah, wir haben... Ah, wir haben ein Geheimnis nicht. Ach, so ein Scheiß. Das nervt mich jetzt. Also, diese geheimen Dinger muss ich auch alle... Ah, machen wir das jetzt nochmal? Nee, ich glaube, wir haben so viel Zeit da rein investiert in dieses Level. Das können wir vielleicht in der nächsten... in einer der nächsten Folgen machen. Gucken wir uns trotzdem nochmal das Album an. Was haben wir hier Schönes? Ein Hai-Mensch. Nee, ein Mensch eher nicht. Das hat nur so eine Rüstung an. Okay. Das ist ein Unterwasserlevel. Mano. Ich hasse Unterwasserlevel. Okay. Die können schwimmen.
doch kein Unterwasser, da wäre alles gut. So, da unten ist so ein geheimes Ding. Das sehe ich doch. Gerade so erkannt. Siegel, 11 Gegner. Das kriegen wir doch hin. Okay. Ah, okay, wir können so rausspringen aus dem Wasser. Da ist es. Ich glaube, wir können nicht untertauchen. Also ich habe es auf jeden Fall noch nicht geschafft. Vielleicht sollte ich es einfach mal versuchen. Irgendwie. Ah, okay. Mit Schlagen können wir tauchen. Ah, okay. Da kommt eh ein Tutorial gerade. Das wollte ich nicht. So. Und weiter geht's. Können wir hier lang? Nee, können wir nicht. Weg mit dir. Die Karotte ist irgendwie gar nicht stark. Da können wir auch nichts mehr machen. Und immer schön nach Geheimnissen Ausschau halten. Hier runter. Nee, geht auch nicht. Okay, die Pflanze nervt. Da können wir nichts gegen machen. So, gegen die können wir auch gerade nichts tun. Wow. Der ist genauso geschwommen, dass wir nicht ausweichen konnten. Das ist ja gemein. Okay. Es gibt die Möglichkeit, da runter zu rutschen. Dann da runter zu gehen, ne? Jetzt kriegen wir die Fähigkeit zu schwimmen. Das würde ich mal so sagen. Ja. Das ist eindeutig die Fähigkeit zum Schwimmen. Aber erstmal nochmal hier oben gucken. Gibt es hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Bum, bum. Oh, wir haben so eine. Ach, mit A beschleunigen wir und dann haben wir noch so eine Dash-Attacke. Aber wir wollen natürlich auch hier. So, mal schauen. Sammle alle Kristalle. Okay. Dann machen wir das mal. Wir haben 20 Sekunden Zeit dafür. Man, so um an die Steuerung sich so ein bisschen zu gewöhnen, das ist ja ganz nett, aber das ist ein bisschen viel Zeit, finde ich. da waren andere schon deutlich schwerer. Andere Aufgaben. Okay. So, die Nervsäcke. Und... Ach, das ist auch ein Angriff. Okay. Ich denke mal, dass wir den nicht töten können, oder? Nee, können wir nicht. Wir hatten zum Glück noch ein Leben. Okay, wir haben kein Leben mehr. Ich wollte gucken, ob es da noch irgendwas zu looten gibt. So. Achso, das haben wir ja da oben. Das bleibt ja bestehen. So, wir haben das K vergessen. Scheiße. Gerade gesehen, dass wir schon das A eingesammelt haben, aber das K noch nicht. Ist natürlich unangenehm. Okay. Ah, das ist ganz schwer mit den Radios. Ja. Ich versuche mir mal jetzt zu konzentrieren. Weil ich, wie gesagt, ich hasse Unterwasserlevel. Unterwasserlevel sind einfach nur, ich weiß nicht, warum man Game Design technisch auf Unterwasserlevel zurückgreifen muss. Die machen nie Spaß. Also wirklich nie. So. Jetzt Konzentration. Pattern ein. Okay. So, so. Kann man hier schwimmen. Dann so schwimmen. Dann haben wir es auch schon. Ah, da war der Checkpoint, wie gemein. Oh, angenehm.
da noch irgendwas? Alles so aus, als würde da irgendwas versteckt sein. Das Z ist schon mal da. Oh. Ah, sieh's. Hier ist doch noch irgendwas. Gib's doch zu. Nichts. Hier lang. So. Da gibt's nichts mehr. Ah, Mist. Hier gibt's auch nichts. Ich könnte halt jetzt gegen wirklich jede Wand hier fahren, aber irgendwie ist das auch nicht Sinn der Sache. So. Bisschen konzentrieren. Damit wir bald dieses Wasserlevel hinter uns haben. Ey, wer denkt sich denn so ein Scheiß aus? Also hier bin ich echt so ein bisschen enttäuscht gerade von dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich die kaputt machen kann. Versuch's jetzt einfach mal nicht. Ja, wir haben ja nicht wirklich viel erreicht. Also das ist sehr enttäuschend gerade. Also der Atze mit 114 Kristallen wenigstens. Ah, wir haben einen Buchstaben nicht gekriegt. Und Mama Mona. Okay, ist das hier jetzt... Oh, wir kriegen gar keinen weiteren Punkt. Hm. Ist das jetzt hier das Ende des Levels, quasi der Endboss, oder wie? 1, 4, oh Gott. Oh Gott, das ist ein Boss, eindeutig. Okay. Ist die Frage, wie wir... Ach, wow. Okay. Hm. Wow. Wow. Okay. Gut, gegen Bosse darf man aber öfter sterben, weil man ja auch erstmal herausfinden muss, wie sie agieren. Das mit den Mehrfachschüssen, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, da muss ich an die Seite hier. Ja. Verstanden. So, jetzt kommen wieder die hier, den Burschen. Ist ja eigentlich ganz simpel jetzt. Vorher sind wieder die und jetzt lässt sie sich fallen und jetzt können wir auf den Kopf springen. Ha! Aber die Flammen habe ich jetzt nicht. Mit den Flammen habe ich nicht gerechnet. Das war mein Fehler. So. Oh, jetzt kommen wieder die Leute. In einem anderen Rhythmus. Aber ist trotzdem noch okay. Oh. Hätte ich die Flammen gewusst, dann hätten wir jetzt auch noch ein Leben, ja? So. Aber eigentlich sehr simpel. Und... Da kommen wieder die anderen. Ich dachte, jetzt würden von der anderen Seite auch noch welche kommen. Als, also so gleichzeitig, so als letzten Schwierigkeitsgrad. Und kaputt. Sehr schön. Ja, muss man halt alles erstmal herausfinden, wie man den Boss bekämpfen kann. Aber cooles Bild. Bumm. Ein Hühnchen und alle Waldtiere sind wieder voll glücklich. Ich scheine sehr dankbar zu sein, dass wir da dieses Rankenmonster besiegt haben.
Level abgeschlossen. Okay. Wir haben diesmal natürlich keine Punkte bekommen. Wir haben nur das Level abgeschlossen, weil wir keine Punkte sammeln konnten. Das heißt, wir haben, glaube ich, die Welt abgeschlossen. Mal gucken, wo wir jetzt hinreisen. Ja, genau. Wir haben sie eingenommen quasi. Ich hoffe, wir können später nochmal zurückreisen. Weil ich auf jeden Fall das eine Kader noch einsammeln muss. Da steht es auch 5 von 6 KZ vollständig. Dann die Quizdinger, die Rubine brauchen wir auch noch. Ja, okay. Wir brauchen da auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ich glaube, ein ganzes Level haben wir einfach nicht geschafft. Aber wir können auf jeden Fall hier nochmal weitermachen. Schlittersalat. Wollen wir mal kurz reinschauen, was Stage 2 so zu bieten hat. Wir schlittern auf jeden Fall. Also ich mach mal und lass los und dann rennen wir noch weiter. Okay. Das ist schon mal interessante Mechanik. Gab es in vielen Spielen. Ist immer ein bisschen... Ja, macht auf jeden Fall ein bisschen... Bringt ein bisschen Nervenkitzel rein, das wollte ich sagen. Weil man halt vor so Kanten ein bisschen mehr Respekt haben muss. Und nicht so wie ich, der immer über alles sehr schnell rüberspringen möchte. Und Karotte, können wir die so töten? Ja. Okay, die spawnen auf jeden Fall aus diesen Iglus. Hier ist wieder der, den kennen wir ja schon. Oh. Ja, da bin ich zurückgeschlittert. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ich will einfach nur gerade herausfinden, wo unsere Buchstaben sind. Kann natürlich auch sein, dass die einfach hier so versteckt sind. Ah, da müssten wir uns eigentlich irgendwie einen Hinweis dafür geben. Den habe ich aber noch nicht gesehen. So. Ah. Ja, das war mein Fehler, war ich schon wieder zu schnell. Der aber nochmal da hoch. Einfach nicht so schnell sein, dann geht das schon. So, dann haben wir auch das A. Wow. Und vielleicht auch mal Gegner platt machen, bevor sie einen platt machen. Ach, da ist schon das Checkpoint-Ding. Das heißt, einen Secret-Teil haben wir schon übersehen, glaube ich. Oh, das geht runter. Oder das ist das erste, das kann ich so nicht sagen. Besiege 7 Gegner. Okay. Jetzt hat die Frage, ob... Ah, okay. Ist natürlich doof, wenn man auch wieder zurück muss. Das habe ich schon versaut. Dann wollen wir es nochmal machen. Oh Mann, ey. Was ist denn los mit mir? Ich bin viel zu schnell unterwegs. Komm, wir machen das richtig. So. Ah. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich hab's mir anders vorgestellt gerade. So auch nicht. Ja, wir schaffen das noch. Ich glaube auf jeden Fall an uns. So, den da vorne müssen wir stehen lassen. Den ersten. Ah, jetzt haben wir richtig Spin drauf. Sehr gut. Wir hatten einfach nicht genug Schwung am Anfang. Kann ja mal passieren. So, weiter geht das. Ah, wir gucken mal kurz hier unten. Okay, gibt's nichts. Ah, kann natürlich auch noch sein, dass der erst auftaucht, wenn... Weil ich will sehen, ob hier ein Buchstabe ist. Der kann natürlich erst auftauchen, wenn man unten ist. Okay. Taucht nicht auf. Hätte sein können, dass der denn so quasi hinter diesem Sprite ist. So. Oh, hier wird richtig rausgerotzt. Alles muss raus. Ich habe übrigens herausgefunden, wie man diese Bonuskristalle quasi kriegt. Das ist, wenn man Herzen aufsammelt, aber noch ein extra Herz hat. Also nicht wie wir jetzt, sondern davor. Dann würde man diese extra
Kristalle bekommen, diese Bonuskristalle. Also so erschließe ich mir das, wenn man jetzt hier quasi nochmal ein Herz hätte. Da habe ich was gesehen. Ah, man braucht echt flinke Augen, um alles zu sehen. Okay. Sehr gut. Ah, das war wirklich sehr wenig Zeit. Wenn man sich da einmal versprungen, dann wäre es vorbei gewesen. So, einmal hier runter. Ah, genau so habe ich mir das gedacht vorhin. Aber halt versteckt quasi. Deswegen bin ich da diese Säule quasi runtergelaufen oder runtergefahren. Und geschafft. Ich glaube, hier haben wir alles erwischt, was wir erwischen konnten. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Und auch das sieht gut aus. Bisschen besser geht's noch, wenn wir kein Leben verlieren. Und dann halt durch die Extrapunkte ein paar Kristalle mehr kriegen. Aber sobald wir 100 erreichen, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Unser Album zeigt auch mal wieder was Neues. Okay, da haben wir... Weil wir da kein Kase haben, haben wir da kein Bildchen. Verstehe. Das müssen wir natürlich dann noch nachholen. Das würde mich sonst für immer nerven. Also das gefällt mir nicht. So. Was haben wir hier? Was ist das denn? Okay, das schleudert auf jeden Fall automatisch. Okay. Die Schleudermechanik, die mag ich nicht. Das ist nicht meine, weil ich die nicht kontrollieren kann. Ich kann halt nur kontrollieren, wie ich dann danach springe. Wow. Der geht nicht kaputt. Okay. Ja. Ah. Blitze überall. Oh, was ist jetzt los? Ah, hier kann ich kontrollieren. Oh. Ja. Hier kann ich kontrollieren und dann sterbe ich. Ich muss natürlich erstmal herausfinden, wie die Hitbox ist. So. Hä? Was ist jetzt los gewesen? Okay. Ich mache einfach weiter. Ich glaube, das war gerade ein bisschen buggy. Weil ich habe dieses Gefäß aufgenommen, aber hatte es dann nicht in der Hand. Ganz komisch. So, wollen wir das K einsammeln. Sehr gut. Ich wollte nicht fliegen. Das war... Ich wollte quasi weiter sprinten gleich. Aber hier haben wir ja gleich wieder ein Leben. Oh, wow. Hat nicht funktioniert. Ich glaube, das kann man nur gegen Gegner einsetzen, oder? Weil immer wenn ich es gegen die Wand werfe, dann bringt es nichts. So. Und jetzt Geduld. Sehr gut. Checkpoint. Noch habe ich aber kein extra Teil gefunden, keine Bonus-Stage. Ist ein bisschen... Oh. Da bin ich dran vorbeigesegelt. Ist ein bisschen unangenehm, weil jetzt ist ja Halbzeit... Hä? Okay. Ist ja Halbzeit und, ja, da würde ich halt erwarten, dass es hier eine Bonus-Stage gibt. Ah, man kann sogar einfach rüberschießen. Natürlich für einen Speedrun ganz geil, wenn man einfach da reingehen kann und dann so quasi rübergeschossen wird. Ja, diese Hürde. Die können wir sicherlich auch so machen, oder? Nee, okay. Versuchen wir es wert, um einfach nach rechts zu lenken, aber das war nichts. Okay. Konzentration, Konzentration. Dann kriegen wir das zusammen hin.
rein. Ah. Mist. Sah aber gar nicht so schlecht aus gerade. Perfekt. Wow. Ich hasse Abgründe. Aber so sind Jump'n'Runs. Die lieben Abgründe. So. Was? Okay, das habe ich nicht verstanden, warum wir da jetzt nicht in dieses Teil gekommen sind. Achso, das hat so ein bisschen Wobble. Ah, okay. Da können auch Buchstaben drin sein. Das ist natürlich gemein. Ach komm schon. Einmal rumgesprungen um das Teil. So. Ich muss sagen, ich habe gerade... Ich habe gerade tatsächlich einfach nur auf Autopilot gespielt und gar nicht hingeguckt, ey. Oh Gott. So, ich muss mich wieder konzentrieren. Oh, Augen tränen schon. Hey, sag mal, was mache ich denn jetzt falsch? Okay, Konzentration. Ah, oh. Bin ich zu schnell gewesen. Bisschen langsamer. Weil wenn man etwas die ganze Zeit immer und immer wieder macht, dann verliert man irgendwann da das Gespür für. So, das Z wollen wir haben. Das machen wir so geschafft. Okay. Ist natürlich gemein hier. Wir wollen nämlich hier unten lang. Wollen wir hier lang? Ja, wollen wir. Okay. Da schleudert er uns nach oben, das ist echt gemein. Erreiche das Ziel. Ach du Scheiße. Ja, ich mach mal hier, ne? Ja, viele Möglichkeiten gibt's da nicht. Obwohl. Ich habe gerade gesehen, dass man das gar nicht durch diese Teile erreichen kann. Das war natürlich dämlich von mir. Ich hätte das echt schon fast versucht weiterzumachen. War ein bisschen dumm. Ey, was soll denn das? Ja. Ja, das ist jetzt passiert. Kann man nichts gegen machen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie man es besser machen sollte. Und wir haben es geschafft. Ich glaube, ein geheimes Teil haben wir nicht erwischt. Ja, wie gedacht. Und nicht mal 100 Kristalle gemacht. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Aber das soll es für die heutige Folge auf jeden Fall gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß an diesem Spiel. Ich finde es gerade sehr kurzweilig, diese Jump'n'Run-Sequenzen, und die Level sind nicht so schlauchig, die gehen halt schnell von der Hand weg und man kann sich gut verbessern, und man sieht ja, dass ich manchmal auch sehr viel schneller werde, als dass man sich irgendwie die ganze Zeit umguckt, und ja, es funktioniert alles sehr schnell und sehr flüssig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Bis dann. Ciao, ciao.